This will be easy. No problem. You just have to be strong. That's what people respect. Hey, cool. You mentioned your sister back there. Amy? Yeah, she OD years ago now. I mean, after we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, a new country, but the hooks weren't deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, once she started. So. Oh man, and it was dog eyes that got her into it? Yep, fucking dog eyes. You gonna tell Winston? No, you? Shit, Wade, Winston's the boss. When we were kids, you were the only person who was nice to me. You were my best friend, man. That means more than a boss, you know? Hey, you want to go? I got the best suits right here. Also, wie ich sehe, er spielt das Spiel in der Definitive Edition. Daher sieht es in manchen Orten auch besser aus. Natürlich nicht so gut wie Spiele aus der heutigen Zeit, aber trotzdem besser als die normale Version. Und da ich in der Schweiz wohne, kann ich das überhaupt machen. Da die Definitive Edition in vielen Ländern verboten wurde, aber in der Schweiz kann man das spielen. Und außerdem habe ich auch noch einen Reshade draufgepackt, damit es noch besser aussieht. Und ich würde sagen, wir pressen den Typen hier mal. Hey, little brother. You work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. I got special supplies. Need anything? Just come ask. Und daher sieht das Spiel eben etwas besser aus als die normale Version. Und ich finde, man sieht schon einen Unterschied. Ich kann gerne später mal kurz einen Reshade ausschalten, damit man den Unterschied auch sieht. Aber jetzt erledigen wir erstmal hier die Aufgabe. Want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Be a tough guy. What are we even fighting for? Why do that? Ein Typen und das hat gereicht? Okay. Gut. Take the money. Doc, I won't be happy. Dryaden-Missionspunkte. Gewalttätige Aktionen gegen Feinde erhöhen ihre Punktzahl. Gesundheitsschrein benutzen. Machen wir mal. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber gut. Und ein Pak Choi. Können wir da irgendwas machen? Ja, können wir. Boom. Oh shit, sorry. Sorry. Alles gut? Alles gut. Ich habe mir einfach mitgeschlagen. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Viel besser als Dog Eyes. Viel besser. Ich glaube, ich muss später noch
die Dialoglautstärke etwas erhöhen. Was fast etwas zu leise ist. Das sind coole Finisher, wie ich finde. Gut, wollte ich eigentlich nicht, aber können wir auch machen. Oh shit! Einfach den Arm gebrochen. Hier gibt's auch noch was. Schön ins Aquarium oder was das ist. Komm, gib das Money her. Danke, danke. Wenigstens ein vernünftiger Typ. Sieht schon cool aus hier mit den ganzen Neon-Schildern. Hat etwas von Cyberpunk-Vibe. Aber sieht natürlich nicht annähernd so gut aus. Okay, wir sollen hier etwas kaufen. Ja, die Schuhe sehen mal viel besser aus. Schöne Converse. Wait, warte. Shit. Okay. Naja, bessere Schuhe. Ist schon mal gut. Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Nice, Mission abgeschlossen. Kop- und Triadenpunkte. Kop- und Triadenpunkte werden Ihren Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Mission wiederholungsfreigeschaltet. Missionspunkte 351. 800 Hongkong Dollar. Ich weiß nicht, dem Händler eine Gefälligkeit. Gefälligkeiten gewinnen Sie, die Sie ansehen, indem Sie verschiedenen Leuten Gefälligkeiten erweisen. Klar. Okay, bringen Sie das Geld in das Golden Koi. Wie man ja schon sieht, geht es hier um Triaden, Yakuza und so weiter und so fort. Alles Klischeehafte, was man hier eigentlich so kennt. Und ich finde, das ist eigentlich eine coole Alternative zu GTA-Spielen. Oder auch Watch Dogs. Hat ein bisschen einen anderen Flair, was ich auch gut finde. Und wie gesagt, da das Spiel eigentlich in vielen Ländern verboten ist, wird das ganze Let's Play wohl ab 18 sein, denke ich mal. So schalte ich das Ganze ab 18. Da es in vielen Orten wahrscheinlich zu brutal sein wird.
Deshalb lieber ab 18. Aber das werdet ihr ja sehen, wenn ihr es ansehen könnt oder nicht. Und jetzt, weiter geht's. Komm her. Schön in die Box. Hör mal diese Musik an. Hört sich sicher gut an. Shit, shit! Komm her. Komm her, hier gibt's auch einen schönen Automaten. Nice Combo. Und der letzte. Oder auch nicht. Das war der letzte. Nice. Schöne Verwüstung hier. Hallo? Gefälligkeit erledigt. Ansehen, Erfahrungsstufe 1. Erhalten. 200 Hongkong Dollar, Feldbericht, Winston Chu. Treffen Sie sich in der Küche mit Winston. Na dann machen wir das doch. Schauen uns gleich an, wie es weitergeht. Are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. Say mud the mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for why he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I'll take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Gaton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Kwang nach Mings Aufenthaltsort verraten. Was ist das? Statue, Stadt und Pickup gefunden. Nice. Hier die schönen Hühnchen, die hier rumhängen. So stellt man sich eigentlich schon etwas eine asiatische Küche vor. Ist aber ein schönes Restaurant. Polizeiberichte. Im Laufe des Spiels schalten Sie neue Polizeiberichte frei. Benutzen Sie Ihr Telefon, um sie aufzurufen. Okay, cool. Mal schauen. Feldbericht, Winston Chu. Hintergrund Winston Chu. Codename Dragon. 5. Oktober 2010. Streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Winston Chu, der Sanonyi Red Pole, der einen Teil von North Point kontrolliert. Zumindest denkt er das. Wie aus meinem letzten Bericht hervorgeht, verliert Chu die Kontrolle mehr und mehr an einem rivalisierenden Sanonyi Red Pole namens Sam Dog Eyes Lin. Chu ist hitzköpfig, impulsiv und nicht allzu clever. Er verfügt über kleinere schulische Ausbildungen, über keinerlei schulische Ausbildung und ist selbst mit
Intrigen auf Gangebene überfuhr. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf anabole Steroide zurück, die er meines Erachtens regelmäßig einnimmt. Ju ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um seine Ziele zu erreichen und braucht dringend eine intelligente rechte Hand. Diese Rolle spiele ich. Allerdings hat mein rascher Aufstieg innerhalb der Water Street Gang für Unruhe gesorgt. Ich bin überzeugt, dass die Mutmaßungen über meine wahre Identität eher auf diesen Eifersüchteleien als auf Beweisen beruhen. Trotzdem muss ich aufpassen und meine Arbeit muss in der Zentrale absolut vertraulich behandelt werden. Ju ist wie zahlreiche andere Anführer der Sanonyi, darunter auch Doc Eislin, im Wohnbauprojekt Old Prosperity aufgewachsen. Er scheint sich schon früh in der Triade angeschlossen zu haben und hat mittlerweile den Zenit seiner Macht erreicht. Um noch weiter aufzusteigen, muss er seine Aktivitäten völlig neu ausrichten. Wenn er mit den weitaus versierteren Red Poles wie Big Smile Lee, Tu Chin Zhao oder Broken Nose Yang Schritt halten will. Okay. SMS? Kontakt? Sozial? Willkommen im Sozialknoten. Hier können Sie Ihre Stadtspiele. Statspiele. Statistikspiele, Statistikauszeichnungen, Missionspunkte und Rennzeiten mit den Werten Ihrer Freunde und dem Rest der Welt vergleichen. Denken Sie, Sie haben ein tolles Ergebnis? Fordern Sie Ihre Freunde im Abschnitt Soziallog heraus, es zu schlagen, oder verbessern Sie Ihre Missionspunkte und Rennzeiten, indem Sie im Hauptspiel gemeisterte Missionen und Rennen erneut spielen. Ja gut, das wird wohl jetzt hier nicht so spannend sein. Höchstens vielleicht die Mission? Ja, nee. Hat schon eine coole Atmosphäre. Love is love. Adi. Yo.